darf Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Mit so vielen Närrinnen und Narren hatte ich persönlich gar nicht gerechnet. Wir haben ja so einzelne Nester, wo der Karneval immer wieder mal gefeiert wird. So richtig durchgesetzt hat er sich bei uns nicht, aber der eine oder andere hat Schals, Mützen, Luftschlangen und ich habe eben schon rote Nasen gesehen. Wo sind die roten Nasen? Jetzt geht's los, jetzt müssen sie aufgesetzt werden. Gestatten Sie mir ein paar einleitende Worte. Wir sind hier heute an dieser Stelle zusammengekommen, um eine weitere Geschichtstafel des Plettenberger Geschichtspfades der Bestimmung zu übergeben, der Bevölkerung zu übergeben. Heute wollen wir nun die 43. Geschichtstafel hier übergeben. Sie trägt den Titel Willi Ostermann, Liedermacher, Volkssänger und Dichter mit Heimweh nach Köln. Aber viele von Ihnen werden sich fragen, was hat Willi Ostermann mit Plettenberg zu tun, wo er doch 1876 in Mülheim bei Köln geboren wurde und im Sommer 1936 in Köln viel zu früh, wie ich meine, verstarb und über sein ganzes Leben aufs Engste mit Köln verhaftet war. Der Ort der Geschichtstafel liegt hier nahe. Die Lösung dokumentiert sich durch das Haus Ostermann hier vor Ort. Seine familiären Wurzeln liegen nämlich hier bei uns in Plettenberg, liegen hier in Eiringhausen. Genauer gesagt wurde sein Vater Peter Ostermann hier geboren, der sein Geld als Bahnbediensteter verdiente. Die Familie Ostermann wohnte seinerzeit hinter der damaligen Gaststätte Brücher und der Herzhoffschen Villa. Kurze Zeit vor der Geburt seines Sohnes Willi verschlug es Peter Ostermann und seine Familie beruflich nach Mülheim und wenige Jahre später nach Köln-Deutz. Willi Ostermann erlernte nach seiner Schulzeit einen handwerklichen Beruf. Er widmete sich in seiner Freizeit aber dem Schauspiel und dem Puppenspiel und schrieb Gedichte und Lieder. Fast schon wie im Sauerland erlangte er 1899 beim Deutzer Schützenfest mit dem gleichnamigen Lied die erste lokale Berühmtheit. Der Zufall brachte ihn einige Jahre später in den Kölner Karneval. Für die Session 1906-1907 schrieb und komponierte er den Karnevalsschlager Dem Schmitz sing Frau es durchgebrannt. Das können Sie nachher besser sagen. Dieses Lied wurde der Rosenmontagshit des Jahres 1907 und bedeutete für ihn den endgültigen Durchbruch. Viele Hits und Ehrungen folgten in den kommenden Jahrzehnten und machen ihn bis heute zu einem der populärsten und erfolgreichsten Karnevalsschlager-Komponisten. Der Kontakt der Familie Ostermann nach Plettenberg blieb auch nach ihrem Umzug nach Köln bestehen, insbesondere zu seinem Vetter Peter Wilhelm Ostermann, der 1873 das gleichnamige Hotel, wo wir hier stehen, an der Rosigstrecke eröffnete. Auch Willi Ostermann war später oft hier in Plettenberg zu Besuch. Ich stelle jetzt mal provokant die Frage, wie wäre es heute um den Kölner Karneval bestellt, wenn die Familie Ostermann vor 140 Jahren nicht den Entschluss für einen Umzug nach Köln gefasst hätte? Schlecht. Sehr schlecht. Herr Baltes ist dem Beispiel gefolgt. Aber er kommt ja aus dem Kurkölschen Bereich. Ne? Wählen wir damit bei uns im evangelisch geprägten Plettenberg nicht die eigentliche Keimzelle des Kölner Karnevals? Sei es wie es sei, Antworten darauf kann uns vielleicht gleich Herr Giesbert Baltes, der Karnevalsexperte des WDR und gebürtiger Sauerländer aus Heggen, glaube ich, ne? Genau, aber dann eben halt Olperkreis, Kurkölsch, geben. Untermalt von einigen Liedbeiträgen von Peter Schmitz-Helwing, der hier neben mir steht und Mitglied der Willi Ostermann Stiftung ist. Vielen Dank, Herr Bürgermeister Müller. Ich muss Ihnen gleich sagen, meine Damen und Herren, wenn mir zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn Anfang der 90er Jahre in Köln jemand gesagt hätte, du trittst irgendwann als offizieller Mensch des WDR in Plettenberg auf, um in Plettenberg einen großen, wenn nicht den größten Heimatdichter, Liedermacher, Karnevalisten aus Köln zu ehren, den hätte ich vermutlich zum Vertrauensarzt geschickt. Aber wie sagt der Rheinländer, kütt wird kütt, und es ist wie es ist, und hätte noch immer gut gegangen. Ich wechselte jedenfalls 1991 vom WDR-Studio Siegen ins große WDR-Funkhaus nach Köln
und übernahm von da an die jährliche Übertragung der Sessionseröffnung am 11.11. in Köln für den Hörfunk. Denn immer am 11.11. um 11.11 Uhr wird in Köln die sogenannte fünfte Jahreszeit eröffnet und immer macht das die Willi-Ostermann-Gesellschaft. Und ich weiß noch genau, ich stand in einem Jahr bei der Eröffnung der Karnevalssession auf dem Altermarkt im Herzen Kölns mit dem damaligen und leider viel zu früh verstorbenen Kölner Oberbürgermeister Norbert Burger zusammen und wir kamen auf Willi Ostermann zu sprechen. Dabei zeigte sich, wie stolz der OB und ja bis heute die Kölner auf ihren Willi Ostermann, den größten Heimatdichter und Liedermacher der Stadt sind. Burger geriet geradezu in Schwärmen, wie viele schöne Lieder der Altmeister Köln hinterlassen hat, darunter sein letztes Lied, das Ostermann schrieb, das aber zu seinem wichtigsten wurde, denn er schrieb den Kölnern gewissermaßen die eigene Nationalhymne, die bis auf den heutigen Tag gerne gesungen wird und große Emotionen hervorruft. Peter, a cappella, Lossion. Wenn ich so an mein Heimat denke und in der Dom so für mir stand, möcht ich direkt auf Heimat schwenke. Ich möcht zu Fuß nach Hölle jahn. Möcht ich direkt auf Heimat schwenke. Ich möcht zu Fuß nach Hölle jahn. Boah, das Lied haut rein. Damals in Köln, immer noch in Köln, wie heute in Plettenberg. Und meine Damen und Herren, es berührte nicht nur, es berührt bis heute die kölsche Seele. Und ich weiß noch genau, wie es Norbert Burger vor unserem Plausch über Ostermann aus ganzem Herzen, wie er es mitsang und wie es auch ihn berührte. Aber als das Lied zu Ende gesungen war, kam die Ernüchterung, obwohl der Oberbürgermeister und ich, der Reporter, gerade erst das zweite Kölsch getrunken hatten. Wissen Sie eigentlich, fragt den Oberbürgermeister, dass in Plettenberg im Sauerland in der Relation genauso viele Ostermanns wie Schmitzens in Köln im Telefonbuch stehen? Gut, das war ein bisschen übertrieben, aber die Wirkung kam sofort. Das ist ja sehr interessant, entgegnete der OB grinsend, als wolle er sagen, was soll der Quatsch nun? Ich ließ aber nicht locker und fragte nach, wissen Sie eigentlich, dass der Ostermann einer von uns ist? Nun klar ist er einer von uns, das weiß doch jeder. Nein, nicht von euch, von uns, entgegnete ich ihm. Jetzt kann der Oberbürgermeister ihn schwimmen. Was heißt von euch, von uns, verstehe ich nicht. Ja, ganz klar von uns, sagte ich und erklärte dem lieben Norbert Burger, was er unbeachtet und auch nur klein gedruckt und nur im Anhang der offiziellen Kölner Biografie über den großen Heimatdichter und Liedermacher Willi Ostermann zu lesen steht. Nämlich, der Vater von Willi und einige Generationen davor stammen nicht aus Köln, sondern alle aus Plettenberg-Eiringhausen im Sauerland. Also ist er doch einer von uns, erklärte ich dem lieben Herrn Burger. Der schüttelte den Kopf und verabschiedete sich von mir mit einem für die um uns herumstehenden deutlich hörbaren Ostermann Alaf. Aber ich bleibe dabei. Der Willi Ostermann ist einer von uns. Der hat den trockenen Humor, den er in seine vielen Lieder eingebracht hat, vom Vater aus Plettenberg geerbt. Jenes kleine, beschauliche Sauerlandstädtchen, das über Jahrzehnte als evangelische Karnevalsdiaspora zu Unrecht verschrien ist. Denn das Gegenteil ist der Fall. Hier und nur hier liegen die Wurzeln des größten Kölner Karnevalisten aller Zeiten, die Wurzeln des großen, unvergessenen und unsterblichen Willi Ostermann. 137 Jahre nach der Geburt des kleinen Willi Ostermann hat sich Plettenberg besonnen und setzt ihm und seinem Vater Peter Ostermann ein Denkmal. Denn hätte der nicht die Schnauze voll gehabt vom kargen Lohn als Lehnsknecht auf dem Gut da drüben auf der anderen Seite in Eiringhausen und wäre der nicht mutig in die Rotte zur Bergisch-Märkischen Eisenbahn gegangen, dann hätte der nie im Leben seine wunderbare Frau, die fröhliche Rheinländerin Gertrud Paas, kennengelernt, die dann schließlich in Mühlheim, damals noch eigenständig bei und heute in Köln, am 1. Oktober 1876, vor nunmehr fast auf den Tag genau 137 Jahren, den großen Willi Ostermann als kleinen Jungen auf die Welt brachte. Als einer von uns, denn die besten Kölner kommen aus dem Sauerland. Alaf! Man hüpft so da im Augenblick,
nicht auch passieren kann. Denn Schmitze, Christian, sing Frau, die kennt doch jedermann. Noch gestern Woche bei einem schönster Harmonie. Der Schmitz mit singen Ohren Fuß, da hübt es sein Fortun. Und wo man jedem steht, man bloß noch hören will. Dem Schmitzing Pau ist durchgebrannt, la 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 la. Wohin der ist noch unbekannt, la 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 la. Sieg gestern Morgen ist er fort. Der Schmitz, der las sich halb kaputt. Schmitz hat keinen Haushalt mehr, er jetzt allein hantiert. Er hat seine Sache all verkauft und wohnt jetzt möbliert. Und lädt er sich des Abends hoch, allein jetzt in sein Bett. Er ärgert sich wie andere nicht, der Schmitz-Charakter hat. Und hört er bloß das Lied, dann singt er selber mit. Dem Schmitzing-Pau ist durchgebrannt, la 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 la. Wohin das ist noch unbekannt. Die Blittenberger fangen ganz langsam an, wenn die warm werden. Also ich bin froh, dass die Veranstaltung jetzt offiziell zu Ende ist, sonst könnten wir die Blittenberger nicht mehr halten. Nein, es war eine ganz schöne Veranstaltung. Sowas haben wir bei einer Geschichtstafel wirklich noch nicht erlebt. Die Anzahl der Bevölkerung, das machen wir jetzt immer, wir laden Sie jetzt immer dazu ein. Denn Sie haben auch gesagt, Plettenberg sei schön und Sie haben sogar die Plettenberger Mädchen mit einbezogen. Also sagen, wenn Sie nicht da gewesen wären, hätte ich Sie alle geküsst. Das können Sie in Plettenberg öffentlich machen. Das ist kein Problem. Ja, herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Wir wollen jetzt natürlich noch die Geschichtstafel enthüllen. Also, bitteschön. Und großer Jubel! Ja! Plettenberger Alarm! Einmal von Hetze! Plettenberg! Plettenberg! Ostermann! An die Gewehre. Sie sehen, die Geschichte ist hier nochmal in Kurzform da und ich hoffe, dass viele Plettenberger davon auch Kenntnis nehmen und auch mal ein bisschen weiteren Stolz entwickeln, was wir alle schon in die große Welt gebracht haben. Ja.